Ein Antigen soll mit einem Immunassay nachgewiesen werden. Normalerweise muss man je nach Nachweissystem einen unterschiedlichen Antikörper wählen. Bei einem Radioimmunassay zum Beispiel braucht man einen radioaktiv markierten Antikörper. Will man einen ELISA durchführen, benötigt man beispielsweise einen enzymmarkierten Antikörper. Für jedes Nachweissystem muss man also den passenden Antikörper vorrätig haben. Leider sind solche Antikörper teuer und auch nicht besonders lange haltbar. Es wäre doch schön, wenn man mit einem und demselben Antikörper sehr viele verschiedene Nachweissysteme nutzen könnte. Und genau das ist mit einem biotinylierten Antikörper auch möglich. Ihr seht, ein und derselbe Antikörper kann mit vielen verschiedenen Nachweissystemen gekoppelt werden. Herzlich willkommen zu diesem neuen Lernvideo. Wir wollen uns genau mit diesen Möglichkeiten, die uns Biotin bietet bei Immunassays, etwas näher beschäftigen. Die Inhalte sind erstens die Möglichkeiten der Biotinylierung. Zweitens gehen wir auf den Einsatz von Biotin und Avidin ein bei Immunassays. Und zum Schluss besprechen wir auch noch ganz kurz die Affinitätschromatographie mit Biotin und Avidin. Das Lernvideo richtet sich vor allem an Auszubildende aus den Laborberufen, insbesondere Biolaborantinnen und Biolaboranten aus dem dritten Lehrjahr, aber zum Beispiel auch für Studierende. Es ist ein bisschen Vorwissen nötig, und zwar sollten Sie den Bau von Aminosäuren kennen, dann die Proteinstrukturen, Primärstruktur, Sekundärstruktur, und Sie sollten auf jeden Fall schon mal das Prinzip von Immunoassays verstanden haben, insbesondere vom Sandwich-Immunassay, weil hierzu gibt es nachher auch Aufgaben. Das Lernvideo ist relativ unterrichtsähnlich gemacht und sieht vor, dass Sie sich erstmal einen Infotext durchlesen. Und Sie finden diesen Infotext bzw. das Arbeitsblatt völlig frei bei laborberufe.de im Ordner C3BL, also Biolaboranten drittes Lehrjahr. Das Arbeitsblatt hat den Titel Biotin und Avidin, eine starke Schlüssel-Schloss-Interaktion. Sie sollten erst Abschnitt für Abschnitt lesen in diesem Arbeitsblatt und dann am Abschnittsende jeweils das Lernvideo weiter anschauen. Sie bekommen dann jeweils eine handschriftliche Zusammenfassung und einige Hintergrundinfos. Ich würde Ihnen raten, dass Sie sich das einfach mitschreiben, weil dadurch prägen sich die Inhalte besser ein. Am Ende gibt es auf dem Arbeitsblatt noch Aufgaben, die Sie erstmal selbst bearbeiten sollen. Am Schluss wird hier dann auch die Musterlösung präsentiert. Am besten ist also, wenn Sie jetzt auf Pause drücken und erstmal das Arbeitsblatt holen, ausdrucken und dann eben den ersten Abschnitt schon mal lesen. Und dann können Sie hier weiterschauen. In diesem Abschnitt 1 ging es ja um die Struktur von Avidin und Streptavidin. Beides sind Tetramere, das heißt, sie bestehen aus einer Quartärstruktur, die aus 4 Proteinsträngen aufgebaut ist. Hier in dieser Abbildung 1.1 ist nur ein Dimer dargestellt. Man sieht auf jeden Fall, dass jeder einzelne Proteinstrang in seine Tasche wie ein Schlüssel in ein Schloss passend ein Biotinmolekül einlagern kann. Das Biotin selbst ist sehr klein gebaut und besteht nur aus wenigen Atomen. Ich würde jetzt an Ihrer Stelle auf Pause drücken und diese Zusammenfassung abschreiben zu Abschnitt 1. Da ein Avidinmolekül insgesamt 4 Biotin binden kann, können Sie folgendes Symbol hier eben übernehmen. Das Interessante ist, dass obwohl Biotin relativ klein ist, es trotzdem gleichzeitig, obwohl es in einer Tasche von Avidin jeweils gebunden ist, noch an ein anderes Molekül gebunden sein kann. Deswegen können Sie das Symbol gerade hier, so wie ich, ergänzen. Mittlerweile kann man viele verschiedene Biotin-Derivate synthetisch herstellen, also Biotin-Abkömmlinge, die so reaktiv sind, dass sie an zahlreiche Biomoleküle gebunden werden können. Und genau mit diesen Biotin-Derivaten beschäftigt sich auch der Abschnitt 2,
Drücken Sie also jetzt wieder auf Pause und lesen Sie erstmal den Abschnitt 2 alleine durch, bevor Sie hier weiterschauen. Es gibt also prinzipiell drei verschiedene Möglichkeiten, ein Biomolekül zu biotinylieren. Die häufigste ist wohl die chemische Biotinylierung. Die ist relativ wenig spezifisch. Das heißt, die Biotinderivate, die man einsetzt, die reagieren zum Beispiel mit Aminogruppen und differenzieren nicht, welche Aminogruppe hier biotinyliert wird. Andere Biotinderivate, die sind in der Lage, mit Aldehydgruppen zu reagieren, so dass sich eben dort an den Stellen jeweils ein Biotinmolekül anlagert. Auch gibt es Biotinderivate, die mit Carboxylgruppen reagieren oder mit Kohlenhydratgruppen. Auch die photochemische Biotinylierung ist relativ unspezifisch. Der Vorteil ist, dass man selber sich aussuchen kann, wann die erfolgen soll. Das geht auch in lebenden Zellen. Und zwar muss man einfach die Zelle dann bestrahlen mit UV-Strahlung. Und die Biotinderivate, die man hierbei einsetzt, die können sich dann an alle möglichen chemischen Gruppen anlagern. Die enzymatische Biotinylierung hingegen, die ist hochspezifisch. Sie erfolgt nämlich nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip mit Hilfe von Enzymen. Hier der Biotinligase A. Und zwar ist es eine Ligase, das heißt, wir haben ein Enzym, das zwei Moleküle verknüpft unter Spaltung eines ATP-Moleküls. Das Biotin wird dabei an der Stelle eines Proteins angelagert, bei der sich eine bestimmte Aminosäuresequenz befindet, der sogenannte AV-Tag oder auch Akzeptorpeptid genannt. Und dieses Enzym, das sorgt dafür, dass genau an dieser Aminosäuresequenz eben das Biotin angelagert wird. Das Protein muss natürlich diese Aminosäuresequenz besitzen. Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass das entsprechende Gen, was das Protein kodiert, eben dort eine entsprechende Nukleotidsequenz besitzt, um hier die entsprechende Aminosäuresequenz einbauen zu lassen. Wenn Sie die Aufgaben 2.1 und 2.2 noch nicht bearbeitet haben, dann drücken Sie doch jetzt bitte auf Pause, weil gleich werden hier die Lösungen präsentiert. Bei der Aufgabe 2.1 handelt es sich um ein aminoreaktives Biotinderivat. Das reagiert hier mit einer Aminogruppe, zum Beispiel eines Aminosäurerestes. Hier, das soll Lysin darstellen und ein Teil von dem Biotinderivat entfällt auf Biotin und genau dieser Anteil wird eben hier an die Aminogruppe geknüpft. Der andere Teil des Biotinderivats, der wird einfach abgespalten. Bei der Aufgabe 2.2 handelt es sich um eine gestielte Version des Biotins mit einem Polyethylenglykolstiel, der erhalten bleibt. Das heißt, das Biomolekül, was biotinyliert wird, bei dem hängt die Biotingruppe an einem Stiel dran. Das ist dann wichtig, wenn das Biomolekül relativ sperrig gebaut ist, weil dann kann es passieren, dass das kleine Biotinmolekül nicht in die Tasche vom Avidin hineingelangen kann und daran binden kann. Und dann muss man eben einen solchen Stiel mit benutzen, damit eben das eine Bindung trotzdem möglich ist. Hier ist eine Alkingruppe vorhanden, also eine CC-Dreifachbindung. Das ist die Anbindungsstelle, wo dieses gestielte Biotin eben an das Biomolekül gebunden wird. Jetzt können Sie wieder auf Pause drücken und den dritten Abschnitt auf dem Arbeitsblatt lesen. Abschnitt 3 beschäftigt sich jetzt ja mit den Einsatzmöglichkeiten von dem Biotin-Avidin-System. Eine Möglichkeit ist im Text nicht notiert und die können Sie auch handschriftlich gleich übernehmen. Und zwar existieren Avidin-belegte ELISA-Platten, das heißt auf dem Boden findet sich Avidin. Die kann man so kaufen. Und wenn man jetzt coatet mit seinen Fänger-Antikörpern, dann können die, wenn die biotiniliert sind, besser an diese Platte gebunden werden.
Man hat also weniger Verlust an Antikörper, zum Beispiel bei Waschritten. Eine einfache Möglichkeit, Biotin zu nutzen bei dem Nachweis bei Immunassays, ist in der Abbildung 3.1 gezeigt und auch die Aufgabe 3.1 beschäftigt sich damit. Hier sehen Sie, wie in Aufgabe 3.1 gefordert, einen solchen Sandwich-ELISA, das heißt, wir haben hier auf dem Kavitätenboden einen Primärantikörper, das ist in diesem Fall der Fängerantikörper, an den bindet unser Antigen, das ist auch der Analyt. Auf der anderen Seite bindet sich auch wieder ein Primärantikörper, der ist in diesem Fall biotiniliert. Und wenn sich dieser Nachweiskomplex gebildet hat, gibt man zum Schluss noch das Avidin-konjugierte Enzym dazu, in diesem Fall ist es Mehrrettichperoxidase. Und das Avidin, das bindet ja mit einer hohen Affinität an die Biotingruppen und dann kann, wenn man eben Substrat dazu gibt, das entsprechende Produkt sich bilden. Meistens ist es ja ein Farbstoff. Da ein Antikörper auch mehrfach biotiniliert sein kann, kommt es hierbei auch zu einer Signalverstärkung, weil letzten Endes führt ein Antigen dazu, dass mehrere Enzyme hier daran gebunden werden, indirekt, und entsprechend resultiert auch ein relativ starkes Signal. Beim Avidin bleiben zwei Taschen leer. Das hier sieht so ein bisschen aus, wenn hier eine Bindung fehlt oder so etwas, aber es sind einfach leere Taschen, die noch vorhanden sind. Da hätte sich auch weiteres Biotin anlagern können. Das war in diesem Fall aber aus sterischen Gründen nicht möglich. Die zweite Nachweismöglichkeit läuft etwas anders. Bei der zweiten Möglichkeit werden auch wieder biotinylierte Detektionsantikörper eingesetzt, aber gleichzeitig auch biotinylierte Marker. Und die werden über Avidin miteinander verknüpft und damit beschäftigen sich ja die Aufgaben 3.2 und 3.3. Der Nachweiskomplex in Aufgabe 3.2 sieht deshalb auch etwas anders aus als in der Aufgabe 3.1. Auch hier haben wir den Kavitätenboden und den Fängerantikörper, das Antigen und einen weiteren Primärantikörper, in diesem Fall biotiniliert, auch wie bei der Aufgabe 3.1. Hier ist es aber jetzt so, dass eine einzige Biotingruppe, die an dem Antikörper hängt, dazu führt, dass bis zu drei Enzyme daran gebunden sind und entsprechend ist es eine viel weitergehende Signalverstärkung, die damit einhergeht. Und zwar die eine Tasche von dem Avidin, die bindet eben an dieses Biotin. Die anderen drei Taschen vom Avidin, die sind jeweils auch belegt und zwar mit biotinyliertem Marker, den man eben eingesetzt hat, sodass eben dieser komplette Komplex hier entsteht. An einem Antikörper können auch natürlich weitere Biotingruppen vorhanden sein und dann ist dieser Komplex, dieser ABC-Komplex natürlich auch dann mehrmals vorhanden. In der Aufgabe 3.3 finden sich sogar drei Fehler, wenn man genau hinschaut. Der erste Fehler betrifft das Biotin. Das Biotin ist so ein kleines Molekül, das kann nicht gleichzeitig durch zwei Taschen gebunden werden vom Avidin. Entweder das Biotin ist in der Tasche von diesem Avidin-Molekül drin oder in der Tasche von dem anderen Avidin-Molekül drin. Auch der zweite Fehler geht in eine ähnliche Richtung. Auch hier kann ein Biotin-Molekül natürlich in einer Tasche vom Avidin gebunden sein. Und dieses Biotin kann gleichzeitig auch an einem Enzym gebunden sein. Das ist ja hier auch im Einsatz bei dieser Methode, dass man eben biotinylierte Enzyme einsetzt. Allerdings ist das Biotin immer an einem Enzym gebunden. Es kann nicht sein, dass dieses Biotin auch noch gleichzeitig an einem weiteren Enzym gebunden ist. Dafür ist es viel zu klein. Bei dieser Methode werden ja biotinylierte Antikörper eingesetzt und auch biotinylierte Enzyme. Das sieht man eben hier an diesen BE-Gruppen, die überall vorhanden sind.
Was es aber eben nicht gibt, ist, dass die Enzyme an Avidin gekoppelt sind. Man hat zwar biotinylierte Enzyme eingesetzt, aber keine Enzym-Avidin-Konjugate. Deswegen ist diese Stelle hier auch fehlerhaft. Die beiden großen Vorteile sind jetzt hier nochmal zusammengefasst. Einmal haben wir eben die Entkoppelung von Nachweissystem und Antikörper. Das heißt, wir können mit einem und demselben Antikörper sehr viele verschiedene Nachweissysteme nutzen. Das heißt, wir haben eine flexiblere Antikörpernutzung. Der zweite große Vorteil ist, dass wir mittlere bis sehr hohe Signalverstärkungen erreichen können. Und damit haben wir eben ein empfindliches Nachweisverfahren. Zum Schluss nochmal der Hinweis, dass die Bindung zwischen Avidin und Biotin sowohl spezifisch als auch reversibel ist. Und das kann man eben nutzen bei der Affinitätschromatographie. Man kann also eine Säule füllen mit Gelmaterial, wo die einzelnen Polymerkügelchen mit Avidin belegt sind. Wenn man auf eine solche Säule ein Probegemisch gibt, in dem sich biotinylierte Zielmoleküle befinden, neben vielen weiteren Verunreinigungen, dann bleiben eben genau diese Moleküle an dem Gelmaterial hängen. Nach Waschschritten kann man eben mit bestimmten Reagenzien dann die Zielmoleküle wieder lösen von dem Gelmaterial und sie entsprechend also isolieren von den Verunreinigungen. Das kann man besonders gut mit Streptavidin, weil hierfür nicht so drastische Reaktionsbedingungen nötig sind, um die Bindung zum Biotin wieder zu lösen. So, es ist geschafft. Jetzt wisst ihr eigentlich alles, was wichtig ist rund um Biotin und Avidin. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Lernvideo einigermaßen etwas anfangen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.